Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Founder Time Boxing. Heute mit Max Wittrock von MyMüsli. Max, du kennst das Format. Eine Minute. Erzähl doch mal das Wichtigste zu dir und MyMüsli. Ja, MyMüsli ist das erste Startup der Welt, bei dem du dir dein eigenes Bio-Müsli zusammenstellen kannst, und zwar online. Und mittlerweile gibt es uns auch in ein paar eigenen MyMüsli-Stores und auch in vielen Supermärkten. Da gibt es dann so die Kundenlieblinge. Und ich bin einer der drei Gründer von MyMüsli und kümmere mich vor allem so um Öffentlichkeitsarbeit. Du hast gerade von den Läden gesprochen. Wie viele Läden habt ihr denn mittlerweile? Wir haben so um die 40 Läden und wir haben damit so 2009 angefangen. Und das ist ein sehr, sehr cooles Konzept. Wir probieren noch viel aus, ja, bis wir so den perfekten MyMüsli-Laden, den gibt es wahrscheinlich nicht, finden. Aber ja, das macht großen Spaß, weil es einfach nochmal toll ist, wenn du von so einer Webseite irgendwie eine Offline-Komponente hast. Also ja, es ist sehr, sehr schön. Müssen wir später unbedingt noch drüber reden bei den Learnings. Gerne. Lass uns doch dann gleich übergehen zu den 5 Minuten für deine größten Learnings. Also dein Format kennend, ja, es ist immer gar nicht so leicht, was sind meine größten Learnings in 5 Minuten? Ich versuche einfach mal so ein paar zu erwähnen, weil das Unternehmerleben ist ein einziger Abrisskalender, sag ich immer. Man könnte jeden Tag irgendwie einen schlauen Spruch hinposten oder ein tolles Zitat. Also ich finde so für mich, das erste Learning war so, alles beginnt mit einer Story. Und was meine ich damit? Die MyMüsli-Gründer-Story. Wir sind zum Badesee gefahren, da haben wir einen Radiospot gehört von einer anderen Müsli-Firma. So kamen wir auf das Thema Müsli. Und dann hat Hubertus irgendwann gesagt, warum nicht Müsli zum selber zusammenstellen? Die ist so wahnsinnig wichtig für das, was wir tun. Und die ist wichtig, weil wir haben uns damals für etwas entschieden, was wir so richtig lieben. Mhm. Und ich glaube, das ist so eins meiner wichtigsten Learnings. Mach was, worauf du richtig Lust hast. Eine Idee, in die du verliebt bist. Und nicht was, weil du am Kuchendiagramm stehst und sagst, also der linke obere Quadrant, das wäre ja wahnsinnig interessant, da mal was zu gründen. Und das war auch so ein bisschen das zweite Learning. Ganz, ganz viele Leute haben am Anfang zu uns gesagt, ja, aber wie groß ist denn der Markt eigentlich? Und naja, wir haben ihn vielleicht auch kreiert zu einem großen Teil, den Markt für individuelles Bio-Müsli. Und Sam Altman von Y Combinator, der sagt eben auch in so einem ganz berühmten Vortrag, How to Start a Startup heißt er, glaube ich, sagt er halt, hey, du musst auch was machen, was du liebst, und mach einen Markt, den du wirklich, wo du wirklich ein Monopol hast. Ja? Und wenn er noch so klein ist, ja, und dann wird's schon. Und er sagt so, die wirklich guten Ideen, die klingen auf den ersten Blick nicht, als wären sie es wert, gestohlen zu werden. So, ja? Und das bei meinem Müsli haben alle gesagt, oh, so ein Quatsch. Aber es hat einfach Spaß gemacht, und das kann ich eben raten. Mach was du liebst und mach was Spaß macht. Und ich glaube, vor allem um durch die schwierigen Zeiten zu kommen. Also ich glaube, bei den guten Zeiten kann man auch was machen, was nicht Spaß macht, weil es gut läuft. Aber dann, wenn mal wirklich 4, 8 Monate irgendwie Beißen angesagt ist, ich glaube, dann kann man es eigentlich nur machen, wenn man wirklich Bock drauf hat, oder? Ganz genau, also super Punkt. Ich glaube auch so, ähnlich wie mit einer arrangierten Ehe, ja, irgendwie ich weiß nicht, wie sie sowas anfühlt, aber ich stelle sie mir auch so vor, dass, ja, das, also da mag es vielleicht Zeiten geben, wo man denkt, auch läuft doch eigentlich ganz gut. Und dann, wenn du wirklich Liebe brauchst, ja, dann denkst du dir, oh Gott, ja. Also deswegen nicht des Geldes wegen heiraten, ja, sondern der Liebe wegen. Und das Gleiche gilt für Startups. Und ich glaube, was für mich auch persönlich noch wahnsinnig wichtig war, dass meine beiden Co-Founder und ich, also es ist wahnsinnig schön, mit den beiden zu arbeiten. Und generell kann ich eben immer empfehlen, unbedingt mit Freunden zu gründen. Ja. Also, weil das ist ein super kontroverses Thema. Und da gibt es bestimmt total viele Leute, die sagen, ey, kannst du nicht mit Freunden gründen, spinnst du. Ja. Aber ich finde, das ist so ein schönes Vertrauen, das man da hat. Und wir waren gleichzeitig, was auch noch vielleicht ein Learning ist, so komplementär in unseren Interessen und Fähigkeiten. Also im Team gründen kann ich sehr empfehlen. Und zweitens würde ich immer sagen, mit Freunden gründen. Mhm. Jetzt hast du von den positiven Seiten erzählt. Mich würde es natürlich auch interessieren, wie ist es denn mit Freunden, wenn es mal negativ ist? Wie hattest du das? Und wenn ja, wie habt ihr das gelöst? Oder hat die dann ganz schnell immer einen eigenen Konsens gefunden? Also bei uns war es nicht in dem Sinne negativ, dass wir uns gestritten haben. Und wir sind auch nicht die Typen, die so auf den Tisch hauen und uns gegenseitig anschreien. Aber wenn du nicht so der Typ bist, der sich gegenseitig anschreit, ist ja auch die Frage nach so vielen Jahren, wir werden jetzt 11 Jahre alt, passen die Lebensentwürfe und die Erwartungen, die man so hat, noch zueinander? Und es ist, glaube ich, super schwer, das kennen manche vielleicht aus einer Beziehung oder auch aus Freundschaften, sich so ganz, ganz ehrlich Erwartungen zu schildern, ja? Weil man ja immer super viel antizipiert und so. Und wir haben uns dafür entschieden, wirklich mal einen Coach, eine Psychologin zu nehmen, die uns einfach geholfen hat, so
unsere inneren Whys zu finden, sehr wertebasiert zu entscheiden und eben auch wirklich so nochmal so ein gemeinsames Alignment, mir fällt kein besseres deutsches Wort ein, zu finden, dass man wirklich sagen kann, ah cool, wir haben so einen starken emotionalen Kern, mhm, und den iterieren wir auch über die nächsten Jahre, sodass wir, ja, wie es jetzt auch ist, einfach ein super gutes Team sind, ein super gutes Team bei Mermüsli haben und einfach, ja, insgesamt, glaube ich, sehr, sehr glücklich sind mit dem Status quo gerade. Also kannst du das durchaus empfehlen, dass, wenn man an einem gewissen Punkt ist, sich auch mal irgendwo von externen Coach oder Hilfe mit dazu holt? Weil das ja immer was ist, wo ich finde, immer sehr wenig Gründer drüber sprechen, sondern nach außen wirkt das immer alles toll und cool. Aber vor allem in den schwierigen Zeiten, glaube ich, ist es, habe ich auch die Erfahrung gemacht, gut, mal einen Profi mit dazu zu holen. Sprechen wir beim nächsten Mal drüber, aber kann ich sehr empfehlen. Okay. 2 Minuten für deine größten Wow-Momente. Also, es gibt so viele Wow-Momente, finde ich. Das ist so rein beruflich auf Mermüsli bezogen, würde ich sagen, der erste Wow-Moment war für mich, so in den ersten Mermüsli-Offline-Laden reinzukommen. Das war 2009 in Passau und du kennst es, du denkst dir irgendwas aus. Wir drei saßen da in der WG und dachten, oh, Mermüsli und eine Dose und so. Und dann plötzlich steht die da im Regal. Das fand ich irre. Und ich finde es bis heute so irre, in Läden zu kommen, wo unser Produkt steht. Ja, das ist so toll. Und es sind wirklich für mich diese kleinen Sachen. Also ich erinnere mich noch wahnsinnig gerne natürlich auch an den Gewinn des Deutschen Gründerpreises 2013. Und da habe ich letztens erst die Fotos angeguckt mit Hubert, also wo Hubertus und Philipp auch draußen, dachte, ey, das war echt ein cooler Moment. Aber gerade noch bei dir im Büro, eine Kollegin von dir sagt mir, hey, das ist so lecker und ich esse das Müsli gerne und das gerne. Und dachte ich, das ist so cool, ja, dass du einfach jemanden triffst, an irgendeinem Ort, ja, und der sagt dir, hey, ich mag dein Produkt. Und das finde ich mega stark. Und ich glaube, dass, also wie Amerikaner sagen würden, it never gets old. Ja, also wird sich immer gut anfühlen. Wir hätten noch knapp eine Minute. Hast du noch einen? Ja, also ich finde, Wow-Momente. Also was für mich auch ein Wow-Moment war, wir haben unsere Organisation, oder sind wir gerade dran, dass wir auch dezentrale Entscheidungen treffen und dass wir sie eben nicht so streng hierarchisch organisieren. Und zu sehen, wie toll Entscheidungen eben auch dezentral getroffen werden können, als wenn man sie immer so streng hierarchisch durchdekliniert. Ah, das fand ich, das ist so ein toller Moment, weil dann merkst du irgendwie, da ist so viel Passion, da ist so viel Verantwortung und so viel Mut und Liebe zum Produkt in dem ganzen Team. Und ja, ich glaube, alle zusammen leisten einfach einen super Beitrag und jeder Einzelne und jede einzelne Zelle von diesem Organismus. Also, das ist einfach richtig schön zu sehen, ja, wie so ein Team zusammenarbeitet. Max, wir sind durch mit der Zeit. Vielen, vielen Dank für deine Learnings, für dein geteiltes Wissen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wie immer, kommentiert. Max wird wahrscheinlich auf jedes Kommentar antworten, wenn ihr vor allem Fragen habt. Liked, teilt. Ansonsten wünsche ich euch einen sehr schönen Sonntag. Hoffe, euch hat es gefallen und bis zum nächsten Mal. Macht es gut. Und ich muss noch eine Sache sagen, weil Flo aus dem Marketing, ja, den ich herzlich grüße, jetzt darf ich das auch mal machen, der sagt mir immer, ey Max, du musst auch mal irgendwie so unser Angebot pushen. Und deswegen auf mymuesli.com/müsli-max, also muesli-max, da findet ihr ein tolles Neukundenangebot. Und lieber Flo, ich hoffe, du gibst mir jetzt einen Kaffee aus, dass ich das auch gesagt habe. Vielen Dank. Gerne. Jetzt habe ich mir auch zum ersten Mal eine Promo mit in dem Video. Sehr cool. Also ihr wisst es, schaut auf die Landingpage von Max, damit Max mindestens ein Bier bekommt, hoffentlich vielleicht auch sogar mehr. Und ja, macht es gut, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.